Hallo zusammen und weiter geht's mit einer neuen Folge Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen. Ich muss mich immer noch um den Verbleib des alten Soldaten Shiro kümmern. Unter anderem soll ich jetzt herausfinden, was ein Kamikaze oder der Kamikaze-Pilot hier auf der Insel so getan hat. Momentan ist das eine sehr anstrengende Nebenmission. Ich kämpfe mich von Punkt zu Punkt. Und jedes Gebiet, was ich durchkennen muss, ist immer sehr stark bewacht. Ich wollte ja zuerst diesen Stützpunkt mit den Harvester-Drohnen, diesen Tiger-Stützpunkt mit den Wolves, bekämpfen. Aber ich glaube, da bin ich noch ein bisschen zu schwach. Deshalb nehme ich mir erst den Stützpunkt ganz da hinten vor. Und sehe zu, dass ich dann meine Fertigkeitspunkte erhöhe, um dann meinen Charakter ein bisschen aufrüsten zu können. In der Hoffnung, dass ich dann endlich mal stark genug bin, gegen die Wolves und die Drohnen zu bestehen. Das probiere ich jetzt. Aber erst muss ich diese Kameraden hier aus dem Weg räumen, dass ich da gesichert rüberlaufen kann. Na, die Jungs hier im Auto scheinen aber mächtig blind zu sein, dass ihre Kollegen tot auf der Straße oder daneben liegen. Ist egal. Ich loote da jetzt noch schnell und dann geht's ab da hinten, diese 1, was waren das, 3 Kilometer zu Fuß zu dem nächsten Punkt. Die Gegend hier scheint stark bewacht zu sein, denn da vorne sind schon wieder 3 Kameraden. Allerdings nur normale Sentinel-Soldaten, die auch nicht besonders stark bewaffnet sind. So, schnell die Moon mitnehmen. Ach, und dann kommt wieder der Hubschrauber. Muss ich mich ganz schnell hinlegen, aber das mache ich nicht auf der Straße, sondern lieber im Gebüsch. Nicht, dass gleich noch ein Auto zufällig vorbeikommt und ich nicht aufstehen kann. So, die Autos sind jetzt hoffentlich vorbei und dann schnell über die Straße geflitzt. Ist noch gut einen Kilometer dahin. Das sollte ich hier durchs Gebüsch zu Fuß schaffen. Ja, ich wollte schon sagen, da kommen mir bestimmt wieder Gegner entgegen, aber das wird nur eine Motorradstaffel oder sowas sein. Die dürften mich jetzt nicht großartig stören. Diese zähe Nebenmission ist ganz schön gespickt mit Gegnern. Ich hoffe, dass sich das am Ende lohnt und ich Fertigkeitspunkte und guten Loot bekommen werde. Denn ich bin ja jetzt eigentlich nur von Pontius zu Pilatus gerannt, habe Gegner getötet, habe Infos gesammelt, ein bisschen Loot bekommen.
den einen oder anderen Fertigkeitspunkt mitgenommen. Aber groß weiß ich immer noch nicht, was dem Kamikaze-Piloten passiert ist und was das mit Shiro, Khan und hier Metz Schulz zu tun hat. Wie gesagt, ich hoffe ja immer noch, dass mich das dann auch in der Hauptmission weiterbringt. Diese Klamottenlogik hier in Breakpoint finde ich auch ein bisschen verwirrend. Es gibt grüne Klamotten und blaue. Die blauen bringen mir EPs, die grünen bringen mir Schutz. Ja, ist immer so eine Abwägungssache, was ich jetzt anziehe. Aber ich lasse meinen Charakter jetzt so, wie er ist. Der wird erst gepimpt, wenn ich jetzt hier den nächsten Standort, je nachdem wie groß der ist, erledigt habe und dort die Fertigkeitspunkte, die er mir angezeigt hat, eingesammelt habe. Gegner kann ich also hier noch nicht mit dem Fernglas sehen, muss ich wohl näher ran und dann mit der Drohne einmal scouten, aber ich vermute, hinter dem See oder was das hier ist, geht es gleich gut ab. Ein Scale-Gebäude in der Mitte der Punkt. Ich vermute, ich muss mich da durchkämpfen. Entweder in dieses große Gebäude oder wahrscheinlich in eins der hinteren Hallen. Und da ist dann wahrscheinlich wieder so ein armer Willi, den ich befragen muss, ob er denn was gesehen hat vom Kamikaze-Piloten. Ist auf jeden Fall streng bewacht, das Teil. Und Loot ist auch da. Aha. Geschütz. Sniper. Was haben wir da noch? Drohne. War der Sniper? Raketen werfen. Oh. Nochmal ein Sniper. Sniper. Noch ein Raketenwerfer. Wahnsinn. Noch ein Geschütz. Oha. Ja gut, da muss ich mir eine Strategie überlegen, wie ich die Jungs da wegkriege. Also ich versuche zuerst, die vom Dach zu snipen. Die vier Stück. In der Hoffnung, dass es ja keiner merkt. Aber ich gehe davon aus, dass ich weit genug weg bin, dass sie nicht peilen, von wo aus sie angegriffen werden. Und dann muss ich mich von Gebäude zu Gebäude vorkämpfen, wobei ich wahrscheinlich dann auch zuerst diese automatischen Geschütztürme entsorgen muss. Ich tippe mal bei der Größe dieses Geländes hier so auf
35 bis vielleicht 50 Soldaten. Das könnte fummelig werden alleine, aber ich probier's. So, die ersten sind schlafen gelegt. Dann hoffe ich mal, dass die anderen das nicht peilen. Was mache ich als erstes? Ja, erstmal die Sniper weg und dann das Geschütz. Das könnte passen von der Höhe her oder Entfernung. Jo, super Schuss. Aber der andere Kamerad hat's gesehen. Also muss der jetzt mit seinem, ja, Raketenwerfer dran glauben, sonst ballert er gleich auf mich. Vielleicht kriege ich ja seinen Rucksack zur Explosion. Das wäre perfekt. Jetzt komm. Oh, Bums, hervorragend. Jetzt sollte ich das Geschütz da oben erledigen. Wobei ich jetzt nicht ganz verstehe, warum die anderen jetzt nur in Alarmbereitschaft sind und noch gar nicht gepeilt haben, von wo aus sie angegriffen werden. Ja, das könnte auch so. Jo, passt. Noch ein bisschen tiefer vielleicht. Ein Stückchen tiefer. So, ist besser. Genau ins Schwarze. Hervorragend. Und die Sniper, die ich habe, ist richtig gut. Die macht schön viel Schaden. Du bist jetzt dran. Jetzt geben sie wahrscheinlich gleich Alarm, wo ich ja noch keinen Alarmmenschen gesehen habe. Oh, das läuft ja richtig gut. Die anderen da unten sind wahrscheinlich zu weit weg. Jetzt versuche ich noch mal hier vorne rechts noch mir ein paar wegzuholen. Ja, den komme ich nicht dran. Sind da noch welche am Start? Doch, den da kriege ich noch. Nee, auch nicht. Den da oben, den muss ich mir holen. Ich muss ihn ärgern. Ich könnte ja irgendwo gegenschießen, dass der aus seinem Versteck kommt. Bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das mache. Jetzt nehme ich erstmal hier den Blumenloot mit. Kann ja auch nützlich sein für später. So, den kriege ich jetzt ja, oder? Nee, immer noch nicht. Noch ein Stück rüber. So, und du hast zu weit. Mist. Jetzt aber, komm. Und guten Tag. Ja, hervorragend. Das läuft ja perfekt. Kriege ich den auch da? Och, traumhaft. So, jetzt würde ich sagen, laufe ich links rum und versuche die von hinten mitzunehmen. Denn die von vorne mit dem blöden Geschütz, das muss ich wahrscheinlich auch noch entsorgen. Jo, das muss erst weg. Ist mir das ein bisschen zu riskant. Die Jungs scheinen allzu versteckt zu sein. Die sehe ich nicht. Ne, da ist keiner mehr. Den nicht. Der ist wahrscheinlich in den Blumenkübel. Die sind zu weit. Also laufe ich jetzt
Hier hinten am See rum. Vielleicht finde ich ja durch Zufall noch Jade. Die brauche ich ja noch für die andere Nebenmission. Gold habe ich ja genug. Aber der Fischer will ja auch Jade haben. Da habe ich ja erst einen Klumpen gefunden. Oder einen Stein. Hier liegt ja eine Menge rum. Aber das sind leider alles irgendwelche Seerosen. Aber die kann man scheinbar auch gebrauchen. Nehme ich die erstmal mit. Und dann versuche ich, die Bande da von hinten zu erledigen. Wenn das so weiterläuft wie bisher, ist das gut. Wenn ich sterbe, wäre es schlecht. Denn das ist wieder eine sehr aufwendige Nebenmission. Mission. Ich spiele ja sehr gerne Open World Spiele, vor allem Tactical Shooter. Und mir ist auch klar, dass die Missionen nicht kurzweilig sind, sondern man ja dann erstmal das Gelände erkunden muss, die Gegebenheiten, die Gegner. Aber mir ist immer noch nicht ganz klar, warum ich diesem Shiro und diesem Kamikaze-Piloten jetzt gefühlt 20 Stellen anlaufen muss, um herauszufinden, was die beiden Kerle gemacht haben. Also es muss ja für die Story ganz wichtig sein. Das ist also bisher die längste Nebenmission, die ich jetzt seit den gut 2 Wochen spiele. Ja, ist gut, dass ich hingegangen bin. Hier ist eine Zufahrtsstraße, da kommen also regelmäßig Autos, zwei Gegner, ein bisschen Loot hole ich mir. Die Autos lasse ich vorbei. Und dann ist die Gefahr ja auch groß, dass von der anderen Seite auch Autos kommen. Also war gar nicht so ungeschickt hinzugehen. So, der ist bei den Engelchen. Dann holen wir uns schnell die Loot. Wahrscheinlich bei meinem Glück kommt gleich von rechts ein Auto. Es wird ja schon rot was angezeigt. Da ist nichts. Ich glaube, ich bleibe hier erstmal drin. Ja, da kommt ein Auto, beziehungsweise ein Munitionswaffentransport, den man überfallen kann. Aber das möchte ich jetzt hier nicht machen. Diese Mission, die mache ich irgendwann mal aus Spaß. Das hatte ich bei Wildlands auch so gemacht, dass ich die nur gemacht habe, um XP und ja, Zusatzausstattung zu bekommen. Und später dann, als ich dann im Tiermodus gespielt habe, dass ich im Tiermodus oder in Tierstufen hochgekommen bin. Das ist jetzt ja noch zu unwichtig für mich. Ich werde jetzt mal probieren, wen ich von hier aus erledigt bekomme. Vielleicht schaffe ich den Kerl eben. Oh ja, hervorragend. Also die Sniper ist traumhaft. Sehr präzise. Das Zielfernrohr super mit den Entfernungsmarkierungen. Das Ding ist top. Es liegt darum, irgendwas zu essen. Wassermelon, geil. Liegen hier Wassermelonen rum. Cool. So.
So, erstmal gucken, wen wir von hier noch ausschaffen. Da ist keiner mehr. Ich vermute, ich muss in das erste Gebäude hier rein. Da kommen dann wahrscheinlich ein paar Mannekes auf mich zu. Das könnte fummelig werden. Aber ich glaube, ich riskiere das gleich. Vorher werde ich einmal mit der Drohne nochmal scouten. Nicht, dass aus den hinteren Gebäuden plötzlich welche rausgespawnt kommen. Ja, wie ich gedacht habe, da steht einer direkt hinter der Tür. Vielleicht schaffe ich den ja mit der Sniper. Oder ich ärgere ihn und er kommt raus und gibt Alarm. Oh, da sind auch noch welche. Aber da muss ich auch, glaube ich, später hin. Das ist jetzt zu viel des Guten. Wobei ich könnte natürlich auch von hinten die Mission angehen. Da muss ich untersuchen. Das Gebäude. Da gibt es XP. Stufenaufstieg. Und einiges an Lootkisten. Na gut, los geht's. Momentan läuft es ja ganz gut, aber ich kassiere, glaube ich, gleich eine Menge Hits. Also muss ich jetzt mir eine Strategie überlegen, wie ich gegen die Jungs bestehen kann. Das sind zu viele. Mist, muss weg. Der Sniper kriege ich hier nicht. Komm, andere Waffe jetzt. Aber zackig. Ja, jetzt kommt wieder dieser typische Bug, dass beim Blättern die Patronen stecken bleiben. Das war bei Wildlands manchmal auch so. Hin und wieder konnte man sich gut hinter Blätter verstecken, kurz rausballern. Oh, von wo kommt der Hit jetzt? So ein Sniper. Wo? Wo ballert der? Ich muss weg. Leckt mich doch. Von wo snipt der? Der war kein Sniper mehr. Jetzt muss ich mal ganz schnell. Ja, doch. Ich bin noch nicht hart getroffen. Ich kann mich noch selbst heilen. Ich glaube, ich muss die Strategie ein bisschen überdenken. Da ist auch noch einer. Komm ab. Ich glaube, ich mache gleich erstmal den Schalldämpfer ab, dann treffe ich noch besser. Und die Hits sind härter. Jo, komm. Wie ich die mit der Sniper? Die sind zu fummelig, die Jungs. Zu wuselig. Einer sein. Ich kassiere Hits und ich sehe es nicht. Jetzt bin ich verletzt. So also muss ich mich gleich ganz dringend verbinden, dass ich hier nicht verrecke. Ansonsten läuft es ja relativ gut. So, der explodiert jetzt hoffentlich alle eine Granate, ja. Ich bin geheilt. Also die paar Kameraden hier, die ich jetzt nicht schaffe, dann weiß ich es auch nicht. Das sieht gut aus. Da ist noch einer. Kriege ich den? Ne, den kriege ich nicht. Na komm, komm zu Papa. Zu Mama meine ich. Ich spiele ausnahmsweise mal eine Frau.
Also ich muss dringend auch meinen Charakter ein bisschen pimpen. Das Nachladetempo muss erhöht werden. So, jetzt sind die Schüsse besser. Das ist ein bisschen härter. Ohne Schalldämpfer. So, hier vorne scheinen keine Gegner mehr zu sein, da hinten auch nicht mehr. Ah, da. Gucken, ob ich da so dran komme. Jo, den kriege ich sogar von hier. Zack, und weg ist er. Also diese neue Waffe Brandy ist auch saugut. Wobei mir ja dieses G36C besser gefällt, aber da kriegt man, glaube ich, keinen Granatwerfer drunter. Und ich denke, den brauche ich hier noch wieder, den Granatwerfer. So, erstmal hier ein bisschen was mitnehmen, wenn hier was rumliegt. Da ein bisschen Moon. Dann würde ich sagen, schnappe ich mir jetzt gleich das erste Gebäude. Auch die Klamotten da einsammeln, die da liegen, in grün. Wo kommt der denn plötzlich her? Kommt doch einer. Also ist die KI doch ganz clever, dass sie andere Positionen einnimmt. Ja, tötet alles, was sich bewegt. Das mache ich jetzt aber auch, Jungs. Bums. Noch einer. Kommst du freiwillig? Er ist zu weit weg. So, den Looter noch mit und dann ab ins Haus. Jetzt habe ich hier quasi freie Bahn. Also in dem Haus gegenüber müsste noch einer sitzen. Dann ist da noch die olle Drohne, die ich eventuell noch runterholen muss. Ja, und da ist noch irgendwo ein versprengter Gegner oder zwei. Ja. Da sind die wahrscheinlich dahin geflitzt, als ich ins Haus gegangen bin. Und ich habe die vorher nicht gesehen. Hey, was ist das denn jetzt hier? Hey! Aber gut, der Kerl. So. Ist da gegenüber auch noch einer? Mal gucken, gucken. Oh. Ah. Ja, jetzt gehe ich eine Etage tiefer. Ich gehe da in das große Hochhaus. Oder in das etwas größere Haus. Das ist ja kein echtes Hochhaus. Die Drohne noch weg. Damit die mich gleich nicht mehr darüber flitzt. So, die schläft auch. Und dann ab ins nächste Haus. Logo, jetzt kommt ihr an. Wenn ich ins andere Haus flitze. Wo wart ihr denn die ganze Zeit?
hier ab. Die Granate, weg hier. Und treffen tut es plötzlich auch in den Rücken. Leck mich doch. Jetzt auf einmal treffen sie. Die ganze Zeit sind sie zu doof. Oh, mach sie fertig, mach sie fertig. Ich muss hoch. Ich muss mich heilen. Hier ist zu viel offen. Ich muss irgendeinen anderen Raum, wo ich mich verstecken kann. Das ist auch zu gefährlich unten. Ich muss hoch. Am besten oben unter das Dach. So, jetzt backt es wieder. Ich konnte nicht auf den Kerl zielen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt, weil ich mich nicht auch nicht verbinden kann. Da kommt bestimmt gleich der nächste hoch. Und jetzt kann ich nicht zum Gegner gucken. Doch jetzt wieder. Da ist er. Komm, los, gib Gas! Jetzt aber hier. Einer kommt wahrscheinlich gleich noch hoch, den schnapp ich mir noch. Schnell die Kiste looten. Dann gehe ich eine Etage höher. Da ist auch noch ein I, das habe ich aber noch nicht gefunden, wo das ist. Es wird eine Etage tiefer sein, weil hier oben ist nichts. Ne, da ist nichts. Also noch eine Etage. Erstmal höher und dann nochmal tiefer. Na, der Kerl kam jetzt aber auch quasi aus dem Nichts. Der wurde mir jetzt nicht angezeigt. Gut, ist ja... gut gegangen. Hier oben ist nichts. Nee. Dann ist das I. Ist mir das I auch nicht mehr gezeigt? Das ist ja ganz merkwürdig. Ja, verstehe ich jetzt nicht. War die ganze Zeit ein I im Haus. Ja. Gut, vielleicht war das auch wieder ein Map-Bug. Dass das I ganz woanders ist, wurde nur im Haus angezeigt. Also probiere ich jetzt das Fabrikgebäude gegenüber. Da, wo der Loot und der XP-Aufstieg ist, reinzugehen. Wobei das wahrscheinlich auch noch bewacht sein wird innen drin. Aber die meisten sind jetzt weg, also da können jetzt nicht mehr viele kommen. Das sollte ich wohl schaffen. So, Drohne mal weg. Also irgendwo müssen noch Gegner sein, denn es ist ja so ganz dünn rot noch am Rand. Frage ich den Kerl erstmal. Ich will Ihnen nichts tun. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Mehr weiß ich nicht. Danke. Ich schulde Ihnen Kamikaze, was. Kamikaze-Pilot. Oh, jetzt muss ich wieder ins andere Haus, an einen, wenn ich es richtig gelesen habe, beliebigen Computer. Das werde ich jetzt gleich mal tun. Was ist da drin? Handschuhe. Wollen wir auch noch was fragen Guten hier? Guten Tag. Ah, Aufklärungsdaten. Haben Sie eine Idee, wie ich zu diesem Ort finde? Danach suchen Sie. Ich weiß, wo Sie es finden. Danke. Passen Sie auf sich auf. So, dahinter ist es. In einer dieser Werkshallen. Gucken. Ah, jetzt wird es langsam rot. Ja, die sind wahrscheinlich draußen. Da muss ich jetzt überlegen, wie ich die packe. Oder soll ich erst... die 100 Meter. Vielleicht hier erst bei die 100 Meter ins andere Haus, denn ob ich jetzt den Waffenaufsatz habe oder nicht, ist erstmal wurscht. Ich möchte nicht bei der Mission jetzt hier verkacken. Also erstmal in das Haus an einem beliebigen Computer und dann sehen wir weiter.
Cool, hier ist jemand drin. Hier war vorher keiner drin. Na, nicht schlecht. So, jetzt habe ich die Daten. Das lese ich mir gleich durch. Oh, kann man gar nichts lesen. Irgendwas auf Japanisch. Aber ein Gebäude im Hintergrund. Das ist hier diese Kiste. Ja, kann man nichts lesen. Schade. Ja, Kamikaze-Pilot. Ich muss noch zu diesem blöden Tigerstützpunkt. Mann, das ist dieser, der so stark bewacht ist von den Wolves. Also da wird dann wahrscheinlich was ganz Wichtiges sein. Und ich hoffe, dass das der letzte ist, den ich bei dieser Mission ansteuern muss. Aber nichtsdestotrotz gehe ich jetzt nochmal in die Lagerhallen gegenüber und loote da, was zu looten ist. Ja, auf geht's. Ich vermute mal, dahinter sind noch so zwei oder drei versprengte Jungs. Die unterhalten sich. Ah, gucken wir, wo die sind. Da oben steht einer oben. Komm, jetzt. So, der ist auch bei den ewigen Jagdgründen gelandet. Wo ist der nächste? Wo bist du? Kollege, wo bist du? Das ist eine Taschenlampe? Aber er kommt nicht. Gut. Hole ich mir jetzt erstmal die Kiste. Gucken, was da Schönes drin ist. Ich hatte vorhin nämlich gar nicht aufgepasst. Ach, da oben, Aufsatzschiene. Gott, holen wir uns die Aufsatzschiene. Nein, keine Aufsatzschiene, sondern ein Entfernungsmesser für die Waffe. Das ist gut. Kann ich nachher anbauen. So, jetzt bewacht er scheinbar da oben den Kollegen, den ich getötet habe. Das heißt für mich, da ist guter Loot. In grün. Da muss ich jetzt noch schnell hin. Aber vorher ich mir noch die Kiste da hinten bei dem Fahrzeug. Und dann werde ich kurz nochmal, damit ich nicht gleich in eine Falle laufe, kurz nochmal mit der Drohne fliegen, wie viele Jungs da noch versteckt sind. Also ich vermute, das wird einer, maximal zwei sein. Wo ist er denn? Da unten läuft da einer. Da ist noch was rot, dann wird noch irgendwo einer im Gebäude versteckt sein. Den müsste ich jetzt aber so wegkriegen hier. Also es wäre jetzt peinlich, wenn ich jetzt dran verrecke. Kein Ärger.
Hier in den Hallen scheint nichts Interessantes mehr zu sein. Da werde ich jetzt mal schnell auf dem Dach gucken. Auf der anderen Seite auf dem Dach. Und das müssten jetzt auch alle Gegner gewesen sein. Zumindest in meinem sichtbaren Bereich, denn mein HUD ist weg. Da geht's hier hinten, gibt es noch elektrisches Tor. Gut, ich könnte jetzt einen Generator versuchen zu finden, um dann durch dieses elektrische Tor zu kommen. Aber ach, das wird unwichtig sein, da durchzukommen. Ich denke, ich laufe jetzt in Richtung Tiger-Stützpunkt. Wobei ich da vorne wieder aufpassen muss. Da werden wahrscheinlich auch noch zwei oder drei Kameraden rumschleichen. Dann gucken wir, was es da noch zu looten gibt. Und dann geht's ab zum Tiger-Stützpunkt. Ich habe gute 40 Minuten gespielt. Also eventuell kriege ich sogar den Tiger-Stützpunkt, so gut wie es jetzt gerade läuft, noch erledigt. So, einen sehe ich. Die zweite Taschenlampe leuchtet dahinter, sind also zwei. Und eventuell ist noch einer im Häuschen drin, maximal drei Leute. Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Ich muss eine kurze Strategie zurechtlegen. Nicht, dass das Auto gleich wieder umdreht. Ja, da ist noch einer. Ah, es kommt ein Auto, muss ich aufpassen. Ist gut, dass ich jetzt nicht über die Straße gerannt bin. Ja, da kommt noch einer. Und biegt ab. Gut. Du hast doch eh keine Chance gegen mich, Mann. Du komm raus, freiwillig. So, ein bisschen Loot mitnehmen. Mehr gibt's hier nicht. Info gibt's keine. Da gibt's noch eine Kiste. So. Aha. Handfeuerwaffe und jetzt in Richtung Tiger-Stützpunkt. Schade, ich muss also zum Tiger-Stützpunkt. Es hätte ja sein können, dass es noch einen zweiten Punkt gibt, wo ich das für die Kamikaze-Piloten looten bzw. rausfinden kann. Und ich hadere jetzt gerade so ein bisschen mit mir selbst, ob ich meinen Charakter jetzt ein bisschen pimpen soll oder so in den Tiger-Stützpunkt gehen soll. Ich denke, ich gehe da jetzt so rein, das riskiere ich. Sollte ich sterben, dann weiß ich Bescheid, dass eine Station mit so viel Wolves in dieser Stufe, wie ich sie jetzt spiele, nicht machbar ist, dann versuche ich meinen Charakter aufzurüsten. Und werde es dann nochmal probieren. Wobei das eventuell heute nicht mehr klappt. Es sind jetzt gut 45 Minuten rum. Das könnte doch noch aufwendiger werden als gedacht. Wow.
So, die Kameraden sind jetzt so gut wie erledigt. Wobei mich wundert, dass ich nicht so gut treffe. Aber vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit, dass meine Maushand nicht mehr ganz so ruhig ist. Und ich merke gerade mal wieder, dass ich meinen Charakter dringend aufrüsten muss, denn ich würde gerne Nachtsicht- und Wärmebildkamera haben, sowohl für die Drohne als auch für das Fernglas. Dann wäre das Kämpfen bei Nacht besser und ich könnte bestimmte Missionen auf nachts oder abends legen. Ist ja doch ganz oft von Vorteil, wenn man große Basen nachts angreift. Also das habe ich zumindest in Wildlands ganz oft so gemacht. Ja, und da vorne sind jetzt wieder die Wolves am Start. Ich habe da unten noch nicht. Naja, gute 50 Minuten rum. Ein bisschen spiele ich noch. Mal gucken, ob ich es schaffe, in die Wolves Behausung einzudringen, ohne zu sterben. Mit diesem Charakter. Also, wir haben hier normale Sentinel-Soldaten und Wolves, die Streife laufen. Ich denke, ich schnappe mir erstmal die Sentinel-Jungs. Die Wolves da hinten, die interessieren mich jetzt noch nicht so wirklich. Also erstmal schnappe ich mir die Sentinel-Jungs hier unten. Dann scoute ich nochmal die große Basis. Was ich ein bisschen kurios finde, ich bin jetzt das ganze Match nicht gestorben. Aber mein ganzes Scouting vorher von dieser Basis ist jetzt weg. Obwohl es ja nach dem Respawn von gestern, was ich gestern gescoutet habe, angezeigt worden ist. Also die Logik verstehe ich bei dem Spiel manchmal nicht. Warum manchmal Scout-Punkte da sind und dann manchmal wieder nicht.
Den Loot da oben nehme ich noch mit. Die Wolves lasse ich erstmal in Ruhe. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die dann Alarm auslösen und dann die anderen Wolves aus der Basis hier gegenüber, aus diesem Tigerstützpunkt, dann rauskommen und mich fertig machen. So, den nehmen wir auch noch mit hier unten. Plus die Moon. Und dann müssen wir nochmal scouten. Noch ein Stetson habe ich. Dann kriege ich in Blau mehr EP, wenn ich ihn aufsetze. Interessant. Was war das? Eine Kokosnuss? Da liegt auch noch ein bisschen Moon-Kokosnuss. Nochmal Moon. Noch die andere Kokosnuss mit. Da war noch eine. Wo ist sie? So, jetzt schnell gucken. Jetzt wäre natürlich eine Nachtsichtdrohne geil. Muss ich, wie gesagt, gleich noch aufrüsten. Also meine Strategie ist jetzt, den Alarm-Heini da auszuschalten. Ja, ist klar. Glöcker. So, der schläft. Aber die Drohne hat... die Drohne hat Alarm gekriegt. Das gibt's doch nicht. Die Drohne hat Leiche gefunden. Das ist immer die Frage, was schaltet man hier als erstes aus? Bei so einem Stützpunkt. Erst die Drohne oder erst den Alarmgeber? Ja, den habe ich jetzt nicht getroffen. Wahrscheinlich ist es einfach zu dunkel. Und da ich kein Infrarot habe, sehe ich nichts. Naja, gut. Ich vermute auch, dass es das jetzt gewesen sein wird. Ja, die hat mich jetzt. Und jetzt ballert die gleich aus vollen Rohren. Und dann war es das hier für mich. Ja, das sieht ganz danach aus. Ach Gott, ach Gott. Und ist ab. Hey, wo kam der Schuss jetzt her? Kann nicht sein. Ich habe ja mit gerechnet, dass das passiert. Also werde ich jetzt erstmal meinen Charakter ein bisschen pimpen. So, ich habe meinen Charakter aufgerüstet, habe aber leider vergessen, aufzeichnen zu drücken. Dann kann ich es mal kurz erklären. Ich habe meine sämtlichen Fertigkeitspunkte eingelöst, um diese blauen Vorteile für mich freizuschalten. Dass ich ein bisschen schneller bin, dass ich Nachtsicht habe, dass ich besser aufklären kann. Dass ich einen Raketenwerfer habe, dass ich Aufklärungsgranaten habe und so weiter. Also ich habe alles verbraucht, was zu verbrauchen ist. Gleichzeitig habe ich meine Sniper noch verbessert und mein Sturmgewehr und werde diesen Stützpunkt in einer nächsten Mission dann hoffentlich besiegen können. Also das, was ich jetzt gemacht habe, Charakter aufrüsten, Waffen aufrüsten, hätte ich schon längst machen sollen. Dann wäre die eine oder andere Mission besser, schneller und erfolgreicher gelaufen und ich wäre weniger gestorben. Ist egal. Ich hoffe, ich bin jetzt gut ausgerüstet und kann damit weitermachen. Wobei ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher bin, da es auf gut 60 Minuten hinausläuft, ob es jetzt noch Sinn macht, weiterzuspielen. Kleiner Tipp am Rande, das, was ich jetzt nach gut 2 Wochen Spielen gemacht habe, hätte ich sofort machen müssen. Ich hätte jeden Fertigkeitspunkt sofort in Vorteile ummünzen sollen. Dann hätte wahrscheinlich vieles besser gehabt. Oh, das war jetzt nicht gewollt. So, jetzt werde ich einmal noch den Nachtmodus testen von meinem Fernglas. Der ist dann automatisch, oder den habe ich jetzt auch für die Drohne freigeschaltet. Automatisch nicht, sondern den muss man auch freischalten, beziehungsweise freispielen durch Fertigkeitspunkte. So, jetzt müsste ich eigentlich V drücken können und dann sollte der Modus sich ändern. Na komm. Da ist ein kleiner Bug. Ne, jetzt, gut.
Und nochmal V, dann habe ich Wärmebild. Meine Waffen habe ich auch noch verbessert, so gut es ging. Ich habe jetzt eine Laserzieleinrichtung an beiden Waffen. Oh, an der nicht. So, aber da am Sturmgewehr noch. Aber die Wolves werde ich jetzt trotzdem nicht mehr angreifen, denn das, denke ich, wird zu lang werden. Daher sage ich danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Es geht auf jeden Fall hier weiter mit dem Tiger-Stützpunkt.